Wir haben uns für die September-Ausgabe die Linsen Grand Sturdy 30 Sedan angeschaut. Linsen selber beschreibt die Sedan und AC als zwei stabile, leicht zu manövrierende Yachten, mit denen alle europäischen Binnengewässer, Flüsse, Kanäle und Seen gut zu befahren sind. Eine Einschätzung, die wir durchaus teilen. Unser Testboot ist die Sedan-Ausführung, wie bereits erwähnt, und eignet sich aufgrund ihrer geringen Durchfahrtshöhe besonders für Binnenreviere mit niedrigen Brücken. Mit solch einem Verdränger geht es natürlich gemütlich voran. Maximal haben wir 6,3 Knoten gemessen. Wirtschaftlich ist man mit gut 5 Knoten unterwegs. Dann fährt die 30 Sedan mit einer Tankladung plus die obligatorischen 15% Reserve etwa 250 Seemeilen weit. Und das alles bei einem sehr entspannten Geräuschpegel. Die beiden Hauptpanels, eins am Fahrstand und eins an der Pantry, sind mit einer Zentraleinheit im Motorraum verbunden und über die kann man alles regeln, schalten und verwalten. Der Schreibtisch hier ist auf Wunsch mit einem Fernseher ausgestattet. Das Schiebedach lässt sich per Knopfdruck zurückfahren und öffnet so den Salon und macht ihn schön luftig. Außerdem lässt sich es mit einem Moskitoschutz zuziehen, was eine perfekte Lösung ist für so warme Sommer, wie wir sie jetzt gerade haben. Eine Besonderheit am Steuermannsstuhl? Die Lehne lässt sich um 180 Grad in den Fußraum klappen. Auf das dann freie Polster des Fahrersitzes legt man entweder bequem seinen Arm ab oder eine Person setzt sich drauf und lässt die Beine Richtung Bootsmitte baumeln. Außerdem ist diese Sitzposition vonnöten, wenn man von dem Easy Sleep System Nutzen machen möchte. Dabei handelt es sich um die Umbaumöglichkeit der Sitzecke in eine vollwertige Doppelkoje. Die Prozedur des Umrüstens möchte man natürlich auf längeren Reisen nicht täglich durchlaufen, daher bietet sich die Koje für Wochenendgäste oder auch für einen Besuch von den Enkelkindern an. Enkelkinder sagen wir, weil die Zielgruppe von Linsen wahrscheinlich eher ältere Skipper anpeilt. Mit einer durchschnittlichen Stehhöhe von 1,78 ist dieses Boot nämlich definitiv nicht für junge Menschen geeignet, da sie schon jetzt unterhalb der Durchschnittsgröße für deutsche Männer liegt. In den Schlaf- und Pflegebereich geht es über zwei Stufen eine Etage tiefer. Die Doppelkoje ist vorbildlich mit Lattenrosten unterlüftet und Stufen an beiden Seiten garantieren den einfachen Einstieg in die bequeme Koje. Schränke mit Einlagebrettern und Ablagen sind genügend vorhanden. Im Duschraum sorgt eine Bank für die entspannte Körperpflege. Wer in den Toilettenraum möchte, geht entweder durch eine Tür im Vorraum oder von der Bugkabine aus. Bei der zweiten Variante muss man sich jedoch dünne machen, da die Tür zwischen Bugkabine und Badezimmer ungefähr 36 cm breit ist. Gleiches gilt übrigens für den Eingang in die Dusche. Diese Linsen ist ein Reiseboot für zwei Personen, die gern Binnen fahren. Abstecher an die Küste sind natürlich ebenfalls möglich. Sie fährt verdrängertypisch und lässt sich mit Bug- und Heckstrahlruder sicher im Hafen und in der Schleuse anlegen. Innen und außen zeigt unser Testboot einen qualitativ hochwertigen Standard.